Relative Flottenstärke minus 7. Fordert umgesetzte Systeme minus 100. Ja, dann muss ich halt weitermachen. Aber zumindest kann sich da meine Armee schon mal zurückziehen. So, einmal Agrarsubventionen. Ein Bollwerk, hier ein Bollwerk. Was ist mit dem hier? Hier können wir auch eins bauen. So, hier ist auch eine Schiffswerft. Das heißt, wir können auch unsere Flotte hier mal schnell reparieren lassen. Enemy presence exposed. So, das machen die dann direkt erstmal hier. Ja, weil die hier, genau, weil die hier jetzt erstmal disabled ist. So, auf einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Receiving communications. Friedensangebot, weißer Frieden. Bitch, please. Construction complete. Construction complete. Construction complete. So, und ab hier wird es eigentlich einfach. Relative Flottenstärke ist ein Problem. Weil die Flottenstärke der Ägypter noch mitzählt. Wie viele Schiffe muss ich ersetzen, wenn ich... Technology secured. Dann tun wir das mal eben. Du fliegst da lang. Du fliegst da lang. Und du. Bleibst bei dem System. Plasmakanonen. So, dann haben wir. Einmal das. Plasmakanonen werden natürlich auch direkt installiert. Ein Schiff dieser Vorlage befindet sich derzeit im Bau. Da müssen wir gleich daran denken, dass wir das auch ändern.
Pass auf, wir machen es so. Dann sollen sie auch direkt damit gebaut werden. Hulks vivisected. So, einen Zerstörer haben wir nochmal verloren. Aber das ist nicht tragisch. Die machen hier einmal Zielschießen. Minus 12. Hulks vivisected. Auf, wir machen hier mal ein paar Zitadellen, damit wir uns darum nicht die Sorgen machen müssen. Minus 8. Als ob es jetzt daran scheitert. Wenn ja, fände ich das dezent. Obwohl. Ja, den Anspruch lassen wir mal aufrecht, aber. Aber wir sind nicht direkt mit den Ägyptern im Krieg. Das bringt nichts, wenn wir jetzt versuchen, das System zu beanspruchen. Receiving communications. Ach, vor allem, wie sie jetzt angekrochen kommen und Frieden wollen. Jetzt, wo sie kurz vor der Niederlage stehen. Vivisected. Minus 4. Hulks vivisected. Technology secured. Sternbasenkapazität plus 2. Energiesauger. Einmal das.
Konsumgüter, warum brauchen wir plötzlich so viel? Complete. Construction complete. Güter von Bewohnern, von Jobs. Ja gut, wir haben die hier, aber... Minus 3. Hulks vivisected. Construction complete. Technology secured. Construction complete. Neutronium-Panzerung. Ja, das klingt gut. Pass auf, wir haben hier sogar eine Schiffswerft. Das heißt, wir können hier unsere Schiffe verbessern. Ich wusste, hätte nicht gedacht, dass Schiffe verbessern sogar an Schiffswerften geht, die wir nur besetzt haben. Aber gut. Construction complete. Construction complete. So, und rüber. Minus 1. Also spätestens nach dem Kampf sollten wir es geschafft haben. Oh, was macht ihr denn? Warum fliegt... Ich hab doch beide hingeschickt. Sieht's aus. Ja, hätte nicht sein müssen. Ja, weil unsere Flottenstärke jetzt nicht wieder hinüber ist. Dann bauen wir eben einmal die neuen Schiffe. Auch die anderen auf. Okay, die müssen nicht. Doch, davon müssen auch welche. Okay, aber die machen auch schon. Wir sind schon fast wieder bei 100% Kriegsmüdigkeit. Construction complete. Upgraded. Dann fliegt ihr eben rüber. Minus 1, komm. Es geht doch.
Ja, komm. Construction complete. Wieder minus 1. Das kann doch nicht wahr sein. Forschungsinstitut. Das nehme ich gerne an. Construction complete. Kriegsziele durchsetzen. So, jetzt gehört nämlich das System uns. Haben wir jetzt einen... Nein, wir haben keinen Waffenstillstand mit denen hier. Alles klar, dann müssen wir wohl... Okay. Aber dadurch haben wir jetzt auch gar keinen... Nee, wir haben keinen. Wir können jetzt den Kriegsgrund Unterwerfung, aber doch. Wir haben einen Waffenstillstand. Und mit... Ja, auch mit den Ägyptern. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Aber wir sind in der Position, wo wir jetzt eine Vassalisierung verlangen könnten. Aber wir brauchen unbedingt Sternentore. Vor allem die... Wir haben diese Edikte hier gar nicht benutzt, fällt mir ein. Weil ich auch... Die sind so neu, dass ich immer wieder vergesse, dass es sie gibt. Aber ich hoffe, beim nächsten Mal wird das nicht so ein Krampf. So, aber das hier geht runter. Ich brauche wieder mehr Gießereien. Construction complete.
Construction complete. So, gibt es hier irgendwas an grünen Welten, was distrikttechnisch irgendwas Sinnvolles hat? Daraus könnte man vielleicht eine Ressortwelt machen. Ja, wir können nicht mehr Unterwerfung einsetzen, aber das ist gerade nicht schlimm. Vessels upgraded. Construction complete. Construction complete. So, hier haben wir jetzt eine Zitadelle. Dann bauen wir hier einmal einen Horchposten und hier einen Horchposten. Störfeld. Kommandozentrum. Wir haben schon wieder keine Konsumgüter. Vessels upgraded. Das ist gar nicht mehr so viel, wie ich gehofft habe für eine Zitadelle. Construction complete. Also ich bin mal gespannt, wie weit mich der Horchposten bringt. Also so ein Sentry Array wäre jetzt gut. Damit wir halt die ganze Flottenbewegung in der ganzen Galaxie sehen können. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Meisterhafte Erbauer. Pass auf, wir nehmen das. Dann nehmen wir als nächstes galaktische Wunde. Das heißt aber auch, dass unsere ganzen Habitate jetzt zusätzliche Slots haben. Das, einmal das, einmal das. Ja gut, hier ist das kein Problem. Aber das heißt eben, dass unsere Habitate jetzt schon mal größer sind und wir die ganzen Megastrukturen schneller bauen können. Und dass wir haben die Forschungsmöglichkeit. Bis die erforscht ist, haben wir halt auch das hier. Dann können wir auch galaktische Wunder auswählen. Und ich bin mir noch nicht sicher tatsächlich, welche Megastruktur am besten wäre. Also Cybrex Alpha wäre natürlich gut, wenn wir da ein Segment wiederherstellen könnten. Weil wie gesagt, eins würde schon reichen für Nahrung und Energie. Sentry Array wäre gut. Matter Decompressor wäre auch okay, wobei ich nicht weiß, ob das schwarze Loch hier geeignet ist. Dafür müsste man es erstmal freiräumen. Technology secured. Das sollten wir vielleicht bei der Gelegenheit mal gerade machen. Megakanone. Wow, hier ist ja richtig was freigeschaltet inzwischen. 110 Monate, ja, das passt. Construction complete.
Strategisches Koordinationszentrum wäre eine Möglichkeit für Sternbasenkapazität, Flottenkapazität. Ja gut, Verteidigungsplattform nutze ich nicht. Eine Dyson-Sphäre wäre, finde ich, ein bisschen heftig. Complete. Und Megakunstinstallation bringt es, finde ich, nicht an dem Punkt. Also ich habe die mal gehabt, aber ich weiß nicht, ob ich nicht mit einer anderen Megastruktur besser beraten gewesen wäre. Und schon wieder keine Konsumgüter. Das kann es doch nun wirklich nicht sein. Munkadir, Sablisur. So, Weltraumwolkenblitz, das wäre natürlich. Die wären an sich gar nicht mal schlecht. Weil die ignorieren Schild und Panzerung halt komplett. Strafklonie ausrufen. Komm, nimm mal die. So, das müsst ihr zusammen. Da, ihr müsst zusammenbleiben, Leute. Sonst wird das ein sehr kurzer Kampf, würde ich behaupten. Die Sache ist halt, wenn wir hier dunkle Materie haben, dann baue ich hier keinen Materie-Dekompressor. Auch wenn ich, glaube ich, gar nicht die Technik habe, um dunkle Materie abzubauen oder sie zu nutzen, weil ich glaube, das Einzige, was es an Komponenten groß nutzt, sind dunkle Materie-Schilde. Die kann ich nicht bekommen, weil wir keine gefallenen Reiche in diesem Spiel haben. Aber sie sind gut zu verticken. Construction complete. So, dann einmal. Ach, du musst erstmal einen Anführer haben. Einmal das. Einflusskosten für Ansprüche einmal bitte reduzieren. Also ich glaube tatsächlich, Sentry Array wäre am besten als Megastruktur. Einfach da, weil Informationen die größte Waffe in diesem Spiel sind. Construction. Selbst wenn wir nur die erste Stufe davon bauen, dann haben wir hier die ganze Region, weil die Galaxie nicht so mega groß ist und 20 Sprünge sind ziemlich viel. Complete. Dann haben wir ein bisschen mehr als überlegen und überwältigen, sondern wir wissen halt, wo die Flotten sind, wie stark sie sind, was auf denen drauf ist und wann die Besatzung auf Toilette geht. Hulks vivisected. Weltraumwolken Blitzleitungen. Construction complete. Oh, ich liebe deutsche Übersetzungen. Da kommen so kreative Wortschöpfungen teilweise raus. Wenn das die deutsche Sprache mit die besten Wörter hat, ist sowieso bekannt. Aber bei so Übersetzungen kommt das dann erst richtig zum Vorschein. So, wir können auch mal Hulks vivisected. Wir sind schon seit 10 Jahren im Endgame, also die Krise könnte auch jederzeit kommen. Energienexus. Hier kann ein Forschungsinstitut hin. Vor allem Forschungsinstitut geht doch, meine ich, auch auf Habitaten, oder nicht? Ersetzen.
Forschungsinstitut, Tatsache. Da machen wir das auch. Einladung zum nächsten Angriffsversprechen mit den Mayas. Ja, okay. Ich möchte nicht in irgendwas reingezogen werden. Vivisected. Munkadir, Sablisur. Die sind immer noch erbärmlich. Hieraus ließe sich vielleicht auch eine Ekumenopolis machen. Ah, die Entscheidungen sind so grenzenlos. Hier ist ein Wurmloch? Warte, Dark Tribe? Vivisected. Oh. Construction complete. Oh, ja, das Wurmloch führt dahin. Beiderseitige Rivalen, okay. Ja. Ja gut, finde ich nicht schlimm, wenn die sich ein bisschen breit machen da. Doch, ich habe hier eine Zitadelle, das ist schon mal gut. Wo ist Stabilität? Hier, warum? Die sind unzufrieden. Warum seid ihr unzufrieden? Ich meine, ihr habt nicht mega viele Annehmlichkeiten, das ist schon richtig. Luxusresidenzen. Nahrungsverarbeitungsanlagen. Kann ich nicht noch ein Holotheater bauen? Doch, geht. Ich wollte schon sagen. Hier können wir eine Sklavenzentrale bauen. Technology secured. Energienexus. Wir sind hier schon bei den ersten wiederholbaren Forschungen.